Willkommen zu unserem KI-Marketing-Bootcamp. Ich hoffe, ihr habt euch euren Kaffee genossen und ihr seid bereit mit Stift und Papier, denn heute wird es ganz viel zu lernen, morgen auch. Ich bin Shadi, Product Marketeer bei Jimdo. Für die, die das nicht wissen, Jimdo ist eine Plattform zur Erstellung von Websites, speziell für Kleinunternehmer und Selbstständige und Freiberufler. Ich habe jetzt einen Text gesehen. Nee, okay. Ja. Genau. Und zusammen mit dem Team haben wir dieses Business Academy ins Leben gerufen, um Antworten auf viele drängende Fragen der Selbstständigen zu geben, die sich an uns wenden, bei Jimdo. Genau. Ein Teil der Business Academy sind diese Live-Webinare, die eine kostenlose Plattform bieten sollen, damit kleine Unternehmen von Experten und sich Rat holen zu können, um die richtigen Lösungen zu finden. Und nach unserem ersten erfolgreichen Webinar, die auch von KI war, gab es eine wachsende Nachfrage nach dem Thema Marketing. Also haben wir uns mit dem preisgekrönten Startup-Gründer Matthias Lopez, der gerade mit uns heute ist, und zusammengesetzt und ein Bootcamp entwickelt, das euch helfen wird, die Grundlagen der KI zu beherrschen, um besseres Marketing in kürzerer Zeit umzusetzen. Genau. Was noch wollte ich sagen? Matthias wird euch gleich eine Einführung geben, was das Bootcamp beinhalten wird. Aber ich möchte euch auch vorab schon sagen, dass ihr nach diesen vier Sitzungen nicht nur in der Lage sein werdet, über KI mit eurem Freunde zu sprechen oder Geschäftspartner zu sprechen, sondern auch, wie ihr E-Mail-Nachrichten formuliert, die gewünschte Öffnungsraten erzielen, Social-Media-Posts erstellt, die geteilt und kommentiert werden, sowie Daten in Sekundenschnelle analysiert, um bessere Geschäftsentscheidungen zu treffen, ohne Experten engagieren zu müssen. Ja, also ich würde sagen, KI wird eure Arbeit nicht nur erleichtern, sondern auch verbessern. Nutzt also die Gelegenheit, nicht nur heute, sondern morgen alle eure Fragen an Matthias zu stellen, denn er ist nur für die zwei Tage da. Ohne weitere Verzögerungen übergebe ich das Wort an unseren Matthias. Guten Morgen zusammen. Ich freue mich, dass ich sehe, dass zahlreiche erschienen sind, so Montagmorgen. Das freut mich, die Motivation zu sehen und freue mich auf diese zwei gemeinsamen Tage. Bevor wir starten, einfach so ein kleiner Einblick, wer hier auf der anderen Seite von Bildschirm überhaupt ist. Wie Shadi gesagt hat, mein Name ist Matthias Lopez. Und ich komme ursprünglich aus Mexiko, bin jetzt über 15 Jahre schon in Deutschland und habe meine Karriere bei den großen Agenturnetzwerken gestartet, wo ich da unter anderem für das E-Commerce und digitale Geschäft von Procter & Gamble zuständig war, von Marken wie Pampers, Gillette, Always, El Canuba, also ein großes, großes Spektrum. Und habe mich danach selbstständig gemacht. Erstmal habe ich eine Agentur gegründet für digitale Kommunikation für nachhaltige Marken und habe danach mein erstes Startup gegründet, L'Origine Food, wo wir Chips aus Kochbananen und Maniok in Ecuador produziert haben, alles mit einer nachhaltigen Mission und in Europa vertrieben haben. Vielleicht habt ihr der eine oder die andere schon so diese bunten Verpackungen im Supermarkt gesehen. Und habe dann jetzt vor kurzem mein nächstes Startup gegründet, Señor López Food, wo ich mich etwas mehr jetzt mit meinen Wurzeln auseinandersetze und eben mehr auf die mexikanische Küche rübergegangen bin. Und unter anderem gibt es Gewürze und auch ein Kochbuch, was gerade erschienen ist. Und so von der Geschichte könnt ihr auch sehen, Unternehmertum ist schon immer so Teil meines DNAs gewesen und habe das jetzt in unterschiedlichen Perspektiven schon gemacht. Also kann ich gut verstehen, wo ihr herkommt, was eure Fragen sind, was die Herausforderungen sind. Vor allem, wenn man am Anfang ist oder wenn man noch sehr auf sich selber gestellt ist und gucken muss, wie man diese ganzen Herausforderungen meistert. Und in dieser ganzen Reise habe ich dann auch sehr, sehr viel mit KI gearbeitet, einfach weil das eine unglaublich große und gute Unterstützung ist, die wir als Unternehmer nutzen können. Und bin somit durch die Arbeit
auch als Berater für Unternehmen tätig und halte für viele Unternehmen auch KI-Workshops oder berate Unternehmen und auch Unternehmer und Unternehmerinnen, wie man KI bei der Arbeit gut einsetzen kann. Und wenn ihr auch nach dem Bootcamp mit mir in Kontakt treten möchtet, dann seht ihr hier oben das Beste ist über LinkedIn, wenn wir uns vernetzen. Da schickt mir gerne eine Kontaktanfrage oder einfach eine Nachricht, wenn ihr später nochmal Fragen habt. Und auf LinkedIn beschäftige ich mich auch mit den Themen Unternehmertum und KI. Also da gibt es immer noch so ein paar weitere Themen, die vielleicht für euch auch nochmal weiter interessant sein können. Heute einfach so ein kleiner Disclaimer, bevor wir starten. In diesem Webinar wird das generische Maskulinum verwendet. Diese sprachliche Vereinfachung dient der Verständlichkeit. Selbstverständlich sind jedoch alle Geschlechter gleichermaßen angesprochen. Wir fangen mit einem kleinen Zitat an. KI wird eines der wichtigsten Dinge für die Menschheit sein, tiefgreifender als Elektrizität oder Feuer. Ist nicht mein Zitat, sondern von Sundar Pichai, der CEO von Google. Und das zeigt einfach, wie groß diese Entwicklung ist, die wir gerade durchgehen. Und wenn wir das auch so von vergleichen im letzten Jahr, was da alles passiert ist und diese ganzen Tools, wie sich dann weiterentwickeln, dann merken wir, wie tiefgreifend auch diese Veränderung bei unserer Arbeit ist, vor allem auch im Marketing, was sich kontinuierlich verändert und weiterentwickelt. Ein kurzer Einblick, was machen wir in diesem KI-Bootcamp? Also das ist in 2 Tagen aufgeteilt. Heute Morgen werden wir uns mit der Einführung in KI und Prompt Engineering beschäftigen. Wir werden uns ein paar grundlegende Themen zur KI angucken. Was machen die Menschen vor allem in Unternehmen mit KI? Und wie können wir mit ChatGPT und anderen Tools gut arbeiten, dass wir das meiste daraus holen? Um 11 Uhr geht es dann weiter mit diesem zweiten Teil von dem ersten Tag. Und da fokussieren wir uns gezielter, wie wir KI im Online-Marketing einsetzen können und werden uns da 2 Profile angucken. Also das erste ist als Profil von einem Marketing-Manager und das zweite Profil von Content Creator. Und das sind dann 2 typische Aufgabenbereichen, wie wir das in KI wie wir das im Marketing einsetzen können. Und auch sehr praxisnah, damit man da am besten auch arbeiten kann. Dann geht es morgen weiter. Und zwar die erste Session werden wir uns damit beschäftigen, wie wir eigene GPTs erstellen. GPTs sind die eigenen Modelle, die wir innerhalb ChatGPT bauen können und als persönliche virtuelle Assistentin nutzen können, die dann eine Reihe an Aufgaben für uns übernehmen und wir dann mit unseren Daten, mit unseren Informationen trainieren, damit die genau auf unsere Anforderungen an unser Unternehmen zugeschnitten sind. Und die zweite Session werden wir uns dann mit Chatbots beschäftigen. Also Chatbots haben wir, glaube ich, schon mal alle so über den Weg gelaufen. Wir sehen da einige Unternehmen, die das sehr, sehr gut machen, wo wir dann manchmal auch gar nicht mehr wissen, ob wir mit einem Menschen oder mit einer Maschine sprechen. Natürlich gibt es auch andere, die das noch nicht so gut umsetzen oder wo wir sehr, sehr schnell frustriert sind. Aber da werden wir uns noch ein paar Einblicke holen, wie funktionieren die und wie können wir das auch für uns und unser Unternehmen benutzen, damit wir eine ganze Reihe an Aufgaben wie Wissensmanagement oder Kundenkommunikation durch diese Systeme nutzen können. Und wenn ihr Fragen habt, dann stellt die am besten, ihr seht unten bei Zoom gibt es die Funktion mit Fragen und Antworten, dann könnt ihr die gerne stellen. Wir versuchen im Rahmen von dem Bootcamp eben auf die Fragen einzugehen und werden dann nochmal am Ende etwas Zeit lassen, damit wir nochmal gezielter oder ausführlicher über bestimmte Themen sprechen können, die euch dann interessieren. Wir starten ganz, ganz, ganz am Anfang. Also was ist überhaupt KI? KI, künstliche Intelligenz, bezeichnet die Fähigkeit von Maschinen, menschliche Intelligenz nachzuahmen. Sie bezieht sich auf Systeme oder Maschinen, die Aufgaben ausführen können, die typischerweise menschliches Denken erfordern, wie das Erkennen von Mustern, das Lernen aus Erfahrungen, das Problemlösen, das Treffen von Entscheidungen und das Verstehen von natürlicher Sprache. Ich habe hier kurz als Witz KI gefragt, also ich habe ChatGPT gefragt, was ist KI? Und das ist, wie ChatGPT sich dann selber beschreibt.
Und das ist schon mal sehr interessant zu verstehen, auch so die Grundlagen, wie das aufgebaut wird. Und diese ganzen unterschiedlichen KI-Systeme, die werden aus einer ganzen Reihe und ganz vielen Daten gefüttert, woraus sie lernen und uns auch die Aufgaben sozusagen und sie dann die Ausgaben dadurch formulieren. Und das ist, wenn ihr damit angefangen habt, schon zu arbeiten oder ein bisschen herumzuspielen, da sieht man diese Reise, die sehr typisch ist. Man fängt dann an und ist erstmal super, super geflasht. Man probiert das aus und denkt so, wow, okay, ChatGPT kann alles Mögliche für uns erledigen. Also eigentlich habe ich da eine super Unterstützung, die kann ganz viele Themen für uns erledigen. Und braucht man mich dann überhaupt noch? So kommt dann die Frage. Oder im Marketing. Und da ist die Antwort eindeutig ja. Also KI sind unglaubliche gute Unterstützung, die wir nehmen können. Und wenn wir damit angefangen haben zu arbeiten, so nachdem wir dieses erste, ich bin sehr, sehr geflasht mit KI überstanden haben, dann merken wir so, Moment mal, irgendwie macht auch KI Fehler, ist halluziniert, manchmal kommen sehr merkwürdige Sachen oder man merkt, okay, das ist auch nicht so wirklich, was ich brauche und da muss ich noch viel damit arbeiten und genauer definieren, was ich brauche und viele Iterationen dann durchführen, bis ich da angekommen bin, dass ich da was Nützliches raushole. Und das ist so das Wichtige, was wir verstehen müssen, ist, wie genau können wir eben KI einsetzen und mit KI umgehen, dass wir da die bestmöglichste Ergebnisse bekommen. Und vor allem auch für uns im Online-Marketing dann auch das verstehen. Das heißt jetzt nicht Kopf aus und KI an. Das heißt, wir müssen da diese Systeme auch gut trainieren oder gut mit ihnen umgehen, sodass wir das meiste rausholen können und eben eine gute Ergänzung für uns und unsere Kompetenzen haben. Denn KI kann da auch sehr, sehr viel auch noch nicht ersetzen. Was eure Erfahrung ist, euer Wissen von dem Unternehmen, auch Verständnis von dem Markt, von euren Kunden, dass ihr da einfach eine gute Unterstützung auf den Weg bekommt. Welche Tools werden überhaupt benutzt? Wir denken sehr, sehr schnell immer so an ChatGPT, was natürlich da auch in dieser Statistik, die wir hier in dem unteren Bereich natürlich sehen, dass das eins der beliebtesten AI-Tools ist, die benutzt werden. Aber es werden auch andere Tools benutzt, zum Beispiel GetGenie, also ein Tool, was sich auch eher für die Entwicklung von Content fokussiert. Midjourney, um Bilder zu erstellen, DALL-E, was eigentlich auch von der gleichen Welt von OpenAI ist, aber um Bilder zu erstellen, Simplified, auch ein Tool, was sich eher für die Entwicklung von Content fokussiert, JasperChat, auch eine Möglichkeit, auch Inhalte zu formulieren, die auch etwas kreativer sind, wo man vielleicht mit ChatGPT manchmal so an die Grenzen kommt, YouChat, DeepL. Und natürlich ChatGPT. DeepL kennen die meisten wahrscheinlich so von den Übersetzungsprogrammen, aber die haben da auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, Texte zu verbessern. Und das ist dann, wenn wir in Marketing Texte schreiben, Präsentationen aufbereiten oder wenn das auch einfach so mit Grammatik und Rechtschreibung korrigieren ist, das ist eine super, super Unterstützung. Vor allem, wenn vielleicht so wie wenn das in meinem Fall vielleicht auf Deutsch nicht die Muttersprache ist, sondern wenn es dann so um Deklination manchmal geht, man so an die Grenzen gerät von das eigene Wissen, dann kann man solche Tools super als Unterstützung nutzen. Wenn wir uns diese Entwicklung angucken, da merken wir das auch, wie stark sich ChatGPT in unser Leben integriert hat. Und da gibt es einige Anwendungen und wenn wir uns diesen Zeitrahmen angucken, wie lange hat es gedauert, bis die 100 Millionen Nutzer erreicht haben? Dann in Monaten, dann sehen wir hier also Google Translate 78, Uber 70 Monate, Telegram 61 Monate, Spotify 55 Monate, Pinterest 41 Monate, Instagram 30, TikTok 9 und ChatGPT einfach 2 Monate. Das zeigt auch wirklich einfach so, wie gut, dass das eine Unterstützung ist und wie das einfach in sehr, sehr vielen Bereichen uns helfen kann. Was machen Leute in Unternehmen? Auch immer interessant zu sehen, was machen andere Menschen, die mit KI arbeiten. Und was mich da auch sehr erstaunt hat, weil ich natürlich auch sehr am Anfang viel einfach so für Brainstorming formuliert habe oder für die Erstellung von Content, ist einfach, dass Datenanalyse auch ein sehr, sehr großer Bereich ist, wo Leute in Unternehmen
auch ChatGPT nutzen. Darüber hinaus Textbearbeitung, was all die meisten Menschen wahrscheinlich auch nutzen, Texte schreiben, programmieren an weiterer Stelle, E-Mails formulieren, arbeitsbezogene Suche, wenn wir da auch als Alternative vielleicht für Google auch direkt an ChatGPT nutzen, Präsentationen erstellen, da gibt es Möglichkeiten, nicht nur Inhalte zu generieren, sondern auch direkt Präsentationen von ChatGPT hinaus, Ideenfindung, Projektmanagement, Keywords recherchieren, was manchmal da eine manuelle Recherche oder mit anderen Tools vielleicht etwas mehr Zeit dauert, können wir hier sehr, sehr schnelle Einblicke bekommen, wie wir das machen können. Fürs Kundenservice, Zeitmanagement, Unterstützung für andere Tools, die wir benutzen, Marketing grundsätzlich und ja, Aufgaben eines persönlichen Assistenten. Und das ist auch ein Bereich, der gerade vielleicht noch nicht so stark benutzt wird wie die anderen Bereichen, aber eins für uns im Marketing, was einfach ein enormes Potenzial bietet, da uns eine Unterstützung zu holen, also wie ein weiterer Mitarbeiter in unserem Unternehmen zu haben, die wir für bestimmte Aufgaben trainieren. Welche Tools nutze ich? Also natürlich nutze ich ChatGPT, hilft sehr, sehr vielen, vielen Bereichen. Und vor allem, wenn wir Unternehmer sind, dann lohnt sich da auch die bezahlte Option von ChatGPT, weil man da einfach ein bisschen mehr Funktionalitäten hat, wo die Umsonstversion noch etwas eingeschränkter ist, wie Bilder generieren oder Dateien hochladen, was für die Analyse gut funktioniert, oder eben diese persönliche Assistenten aufzubauen, die in der Umsonstversion einfach noch nicht so einfach möglich ist. DeepL hatte ich kurz erwähnt, eines der Tools, die auch für mich unverzichtbar geworden sind, einfach nicht nur um die Übersetzung zu machen, sondern um meine Texte zu verbessern. Um einfach, wenn ich Posts für Social Media schreibe, Content für LinkedIn oder Newsletter für meinen Kunden, dann hilft es mir wirklich, dann nochmal meine Texte zu verbessern, sicherzustellen, dass alles korrekt formuliert ist. Und einfach ja, erleichtert sein, wenn ich etwas rausschicke, dass die Grammatik und Rechtschreibung einfach sitzt. DupliChecker ist auch ein Tool, was ich sehr, sehr gerne nutze und vor allem die Kombination ChatGPT, DeepLwrite und DupliChecker. Denn DupliChecker hilft uns da einmal zu überprüfen, ob es diese Inhalte in der Art und Weise, wie wir die veröffentlichen, schon irgendwo anders im Netz gibt. Und wir wissen, Algorithmen, auch wenn es in bestimmten, zum Beispiel im Bereich SEO geht, Algorithmen mögen das nicht, dass wir Inhalte veröffentlichen, die irgendwo anders benutzt werden. Und wenn wir auch mit ChatGPT arbeiten, dann, wenn wir auch zurückdenken, woher kommen die ganzen Daten und wie werden diese ganzen Antworten generiert, dann basiert das ja eben auf ganz viel Wissen, was es schon da draußen gibt. Das heißt, wenn wir Sachen veröffentlichen, die durch ChatGPT kommen und wenn ich wirklich überprüft haben, kann es auch sein, dass diese Inhalte es irgendwo anders schon gibt, was vielleicht im Marketing für die Algorithmen nicht so schön ist und wir vielleicht da unsere Seite etwas penalisiert wird, was Reichweite eingeht. Aber natürlich kann es ja auch als Unternehmen auch etwas unangenehm sein, wenn es so aussieht, als ob wir Inhalte plagieren. Und noch schlimmer, es kann ja auch noch mal sein, dass diese Inhalte rechtlich geschützt sind, so dass wir dann auch Probleme haben. Das heißt, so ein Dupli-Checker ist ein Tool, was umsonst ist und was uns da auch etwas einfach unterstützt und uns ruhiger schlafen lässt, dass wir da die Inhalte haben, die einzigartig sind. Dolly für die Erstellung von Bildern nutze ich sehr gerne und auch in Kombination mit Adobe Express oder Photoshop. Das sind zwei weitere Tools, die man nutzen kann, um Bilder zu bearbeiten, Bilder zu generieren. Und als letztes nutze ich auch noch gerne Copilot. Copilot ist eben ChatGPT in der ganzen Office-Welt. Und hiermit können wir Präsentationen aufbauen, ChatGPT direkt von Word-Dokumente nehmen, können wir auch Gespräche, die wir führen, Konferenzen, die wir führen, aufzeichnen und dann Zusammenfassungen erstellen oder eben Aufgaben verteilen. Einfach diese ganzen Systeme etwas einzubinden in den Tools, die wir sowieso schon benutzen. Und das ist auch ein Teil, den wir uns heute ein bisschen später nochmal angucken werden. Wie können wir diese Systeme etwas verbinden und sicherstellen, dass wir das meiste daraus holen? Ein Konzept, was wichtig ist, was wir verstehen, ist Prompt Engineering. Und was ist überhaupt ein Prompt? Also ein Prompt ist die Eingabe, die wir an KI-Modelle schicken,
Es ist eine Anweisung in natürlicher Sprache, die die Aufgabe oder das Ziel beschreibt, das die KI ausführen soll. Und dass ein klarer und gut definierter Prompt ist entscheidend für die Genauigkeit der Ergebnisse. Also, was wir da in diesen Eingabefenster bei ChatGPT eintragen, das sind unsere Prompts. Und quasi die Kunst, diese Prompts gut zu gestalten, das ist Prompt Engineering. Das heißt, die Kunst, Texte so zu gestalten, dass ein generatives KI-Modell uns optimal versteht und interpretiert. Es geht darum, dass wir präzise Eingaben formulieren, die die KI zur Erzeugung zielgerichteter und kontextbezogener Antworten führt. Und das ist besonders wichtig bei der Interaktion mit unseren LLMs-Modell, also unseren Large Language Models, da diese Modelle eben durch diese ganzen Daten, die gefüttert werden, ganz viele unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten haben. Und wir müssen dann genau formulieren, was möchten wir den Kontext geben und dann auch iterativ verfeinern, sodass wir an die Ergebnisse kommen, die wir möchten. Und wir fangen mal mit so ganz, ganz Basics an. Also wir haben einfache Anweisungen und das ist, wo wir die meisten von uns, wenn wir mit ChatGPT und ähnlichen Systemen gestartet haben, einfach, wo wir sehen, ja, eine einfache Anweisung, was das System machen soll. Zum Beispiel, nenne 5 Online-Marketing-Kanäle. Und dann sagt uns ChatGPT, hier sind 5 wichtige Online-Marketing-Kanäle. Suchmaschinenoptimierung, Optimierung der Webseite, um bei Suchmaschinen wie Google besser gerankt zu werden. Social Media Marketing, Werbung und Interaktion über Plattformen wie Instagram, Facebook, TikTok und LinkedIn. E-Mail Marketing, zielgerichtete E-Mail-Kampagnen, um Kunden direkt zu erreichen. Content Marketing, Erstellung von informativen oder unterhaltsamen Content, der eine Marke oder ein Produkt fördert. Pay-per-Click-Werbung. Bezahlte Anzeigen auf Suchmaschinen oder Plattformen wie Google Ads oder Social Media, bei denen nur bei Klicks Kosten entstehen. Und haben hier so erstmal eine ganz, ganz einfache Formulierung hier an ChatGPT gegeben, ohne Kontext, ohne was wir möchten, einfach eine Aufzählung, die wir hier bekommen. Und solche einfache Anweisungen sind per se nicht schlecht, aber müssen da immer so im Kopf behalten, dass das von allem von dem Wissen dann sozusagen einfach formuliert wird und dass das vielleicht, wenn wir etwas nochmal gezielter arbeiten möchten oder gezielte Ergebnisse haben möchten, wir ChatGPT nochmal ein bisschen mehr Kontext geben müssen, um das zu erreichen. Es gibt noch komplexe Anweisungen, zum Beispiel erstelle aus dem folgenden Text eine Multiple-Choice-Quizfrage. Ein Prompt ist die Eingabe, die du an KI-Modell schickst. Es ist eine Anweisung in natürlicher Sprache, die die Aufgabe oder das Ziel beschreibt, das die KI ausführen soll. Ein klarer und gut definierter Prompt ist entscheidend für die Genauigkeit der Ergebnisse. Und dann sagt uns ChatGPT, was ist ein Prompt in Bezug auf KI-Modelle? A. Eine Methode zur Datenspeicherung in KI-Systemen. B. Die Ausgabe, die von einem KI-Modell generiert wird. C. Eine Angabe in natürlicher Sprache, die die Aufgabe oder das Ziel für das KI-Modell beschreibt. Oder D. Ein Algorithmus zur Verbesserung der Rechenleistung eines KI-Modells. Also wir haben hier so ChatGPT schon etwas mehr Kreativität angefordert von dem System. Einfach, dass es etwas mehr denken soll und dass etwas, was wir ihm geben, da eine komplexere Aufgabe lösen soll. Wir gucken uns dann noch mal ein anderes Beispiel an, so Role Prompting. Wir sagen ChatGPT, du bist Shirin David, die berühmte deutsche Rapperin. Schreib mir einen Song über Online-Marketing mit 100 Wörtern, die sich reimen. Und dann sagt uns ChatGPT, yeah, Online-Marketing, ich komme ins Game, mach Klicks, mach Moves, baue meine Fame. Mit Ads und Posts, der Traffic steigt, jeder Swipe, jeder View, der Erfolg, der bleibt. Und ich erspare euch hier meine Rapping-Künste, meine Kompetenzen liegen ganz woanders. Aber das ist natürlich, hier geben wir ChatGPT nochmal eine Rolle, die die einnehmen soll. Und das ist natürlich eher hier jetzt so ein witziges Beispiel. Aber denkt immer danach, wie könnt ihr solche Sachen dann für euch im Marketing aufnehmen? Das heißt, es gibt da viele, viele Marketing-Gurus, es gibt viele interessante Bücher, es gibt sehr viel Wissen von ChatGPT. Und wenn wir zum Beispiel über das Thema Positionieren sprechen, dann gibt es ja
einige Marketing-Gurus, zum Beispiel Simon Sinek, der das Konzept Start with Why entwickelt hat und sich mit der Frage beschäftigt, warum kaufen wir überhaupt die Produkte, die wir kaufen? Und geht da viel darauf ein, sodass in der klassischen Kommunikation wir sehr, sehr mit den Was starten. Also ich verkaufe einen Computer und dann eher mit den sozusagen mit den USPs. Mein Computer hat 2 Terabyte Speicher, es hat so viel Rechenpower, möchtest du eins kaufen? Und dann hat er ja die andere Perspektive, wie andere Marken, wie eben Apple verkaufen, die viel stärker mit dem Warum die das machen, was sie machen. Also wo die sagen, dass die anders denken möchten, dass sie die Branchen revolutionieren möchten, in alles, was sie einbringen, ihre Kreativität mit einbeziehen und übrigens, die verkaufen Computer. Dass das so eine ganz andere Art von Kommunikation ist. Und wenn wir dann über Role Prompting arbeiten, dann können wir uns genau dieses Wissen von diesen Marketing-Experten holen und für unser Unternehmen anwenden. Das heißt, wir hätten hier so einen Unternehmensberater an der Seite, der einfach Wissen von sehr, sehr schlauen Menschen nutzt und eben für uns und unser Unternehmen einsetzen können. Dann haben wir noch eine Möglichkeit, so über Future Prompting, wo wir eben so einige Beispiele geben von den Ergebnissen, die wir haben möchten. Also zum Beispiel, hier sind einige Beispiele von Produktbewertungen mit ihrer Einordnung als positiv oder negativ. Tolles Produkt. 10 von 10 positiv, hat nicht sehr gut funktioniert, negativ, super hilfreich, es lohnt sich, positiv. Und dann sagen wir, ordne folgende Bewertung ein, es funktioniert nicht, ich bin begeistert, das ist enttäuschend. Und dann sehen wir hier die Einordnung von ChatGPT, es funktioniert nicht, negativ, ich bin begeistert, positiv und das ist enttäuschend, negativ. Also das kann uns da helfen, vor allem wenn wir dann ein paar Ergebnisse geben, was wir wollen von ChatGPT. Und wie das aussehen soll, können wir damit sehr, sehr gut arbeiten. Also hier wäre es ja ein Beispiel, wie wir vielleicht da, wenn wir ganz viele unterschiedliche Bewertungen von unseren Kunden haben und diese besser verstehen möchten, was wir genau wollen, dann kann es das direkt so einordnen. Oder wir können da auch noch so einige Beispiele von Social Media Posts geben, wie wir die Kommunikation aufnehmen, wie wir schreiben und dann eben diese Systeme trainieren, dass wir genau diesen Output haben möchten, der auch besser für uns funktioniert. Es gibt so einige Grundlagen, die wir verstehen müssen und wie wir dann effektive Prompts schreiben können. Also Präzision ist eins der ersten sehr, sehr wichtigen Punkte, die wir verstehen müssen. Denn wenn wir, wie wir es gerade am Anfang, so mit unserem einfachen Prompt, nenne mir 4, 5 Kanäle von Online-Marketing geben, dann haben wir ja wirklich so sehr offen gelassen, was wir möchten. Also sehr offen die Struktur und wir müssen da nochmal präziser kommunizieren. Und da die KI-Modelle müssen genau verstehen, was wollen wir? Was ist so das Ergebnis, was wir wollen? Zweiter Punkt ist Kontext. Wir müssen hier verstehen, ChatGPT holt sich das Wissen von ganz vielen unterschiedlichen Bereichen, aber hat nicht diesen Kontext, den wir als Menschen haben, so mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben, mit unser Unternehmen, mit dem, woher wir kommen. So ist es ja eigentlich, basiert es ja so auf das ganze Wissen, was es da draußen gibt. Und wir müssen da ChatGPT einfach einen sehr, sehr guten Kontext geben von dem, was wollen wir überhaupt und in welchen Rahmen bewegen wir uns. Struktur, auch ein weiterer Aspekt. Also die Struktur, da geben wir die Richtlinien an den KI-Modellen, einfach zu verstehen, was möchten wir und wie möchten wir das. Und da merkt man auch so in einigen Fällen, wenn wir die Struktur oder die Reihenfolge nicht korrekt eingeben, dann kommen wir zu ganz komischen Ergebnissen oder dann bekommen wir sogar falsche Ergebnisse, einfach weil dieser Argumentationskette, die wir dort präsentieren, eben nicht so gut strukturiert ist, dass diese Systeme damit gut arbeiten können. Die Definition der Ausgabe. Hier geht es darum, dass wir ChatGPT genau erklären, was wollen wir erhalten? Wie soll das letztendlich aussehen, was wir als Output bekommen? Brauchen wir eine Tabelle? Brauche ich einen Text mit Hashtags?
Will ich ein Bild generieren? Brauche ich eine Präsentation? Was genau brauche ich, sodass wir da in dem Fall auch diese ganze Rahmenbedingungen gut aufsetzen, sodass ChatGPT oder die anderen KI-Modelle diese Aufgabe für uns lösen können, wie wir die gerne hätten. Mehrere Schritte. Wenn wir sehr komplexe Aufgaben haben, dann hilft es uns manchmal, diese ganzen Aufgaben so in unterschiedliche Schritte aufzubauen. Einfach, dass wir so Zwischenlösungen bekommen von ChatGPT, so dass wir immer auf diese Lösung, die wir haben, dann weiter aufbauen, weil das setzt in dem Moment auch den Rahmen, den wir für unsere Analysen suchen oder für unsere Projekte suchen, ohne dass wir dann vielleicht so einen riesigen Prompt schreiben müssten. Dann lohnt sich das manchmal, das so in unterschiedliche Teilaufgaben zu formulieren, dass wir da die KI-Modelle so in die Hand führen, was die für uns lösen sollen. Und Iteration, also wenn wir da immer weiter anpassen und verfeinern, dann können wir auch die Qualität der Ergebnisse für uns verbessern, weil dann haben wir ja genauso hier immer ein bisschen mehr Kontext gegeben, immer besser beschrieben, was wir möchten und was so die ja, das gewünschte Ergebnis ist. Und da trainieren wir auch diese einzelnen KI-Modelle, um genau das zu machen. Warum ist Klarheit und Kontext entscheidend? KI basiert ja eben auf diese ganzen unterschiedlichen Daten, mit denen die Systeme gefüttert wurden, aber es hat nicht diese menschliche Erfahrung oder Intuition, die wir haben. Und wenn wir dann nicht genug Informationen an unsere Prompts geben, dann kann auch das System unsere Aufgabe nicht klar verstehen und es können auch zu Missverständnissen kommen. Und je präziser wir sind, desto präziser sind auch die Ergebnisse, die wir bekommen können. Also wenn wir auch zum Beispiel Inhalte entwickeln oder Analysen durchführen von dem Markt, von unseren unterschiedlichen Märkten, dann wird uns vielleicht ChatGPT so im ersten Bereich einfach die Information rausgeben, aber versteht vielleicht nicht diese ganzen Nuancen, die es in diesen Märkten geht, die ihr besser verstehen könnt oder die Erfahrung, die ihr reinbringt von euer Unternehmen, von dem Markt, von euren Erfahrungen bisher. Und da hilft es dann wirklich, da sehr, sehr klar zu sein, sehr präzise zu formulieren und eben das nötige Kontext zu geben. Zum Beispiel, wenn wir sagen, was ist die Relativitätstheorie? Dann wird uns hier ChatGPT sagen, die Relativitätstheorie ist eine bahnbrechende wissenschaftliche Theorie, die von Albert Einstein entwickelt wurde und die Art und Weise, wie wir Raum, Zeit und Gravitation verstehen, revolutionierte. Sie besteht aus zwei Hauptteilen, der speziellen Relativitätstheorie und der allgemeinen Relativitätstheorie. Und dann bekommen wir das alles so erklärt, so wie ein Wikipedia-Eintrag, was einfach, wenn wir uns da etwas Wissen aneignen möchten und da etwas verstehen wollen, überhaupt, was ist das, dann bekommen wir hier diese ausführliche Antwort. Aber wir bekommen eine ganz, ganz andere Antwort, wenn wir klar formulieren und auch einen Kontext angeben. Zum Beispiel, erstelle eine einfache 100-Wörter-Erklärung der Relativitätstheorie für einen Oberstufenschüler. Verwende dabei Beispiele aus dem täglichen Leben, um das Konzept verständlich zu machen. Und dann gibt uns hier das System, die Relativitätstheorie von Einstein besagt, dass Zeit und Raum relativ sind. Sie verändern sich je nachdem, wie schnell sich etwas bewegt. Stell dir vor, du fährst mit einem sehr schnellen Zug. Wenn du in diesem Zug eine Uhr ansiehst, scheint die Zeit normal zu vergehen. Aber für jemanden, der den Zug von außen beobachtet, läuft deine Uhr langsamer, weil du dich schneller bewegst. Dies nennt man Zeitdilatation. Ein weiteres Beispiel, wenn du mit einem Lichtstrahl mithalten könntest, würde die Zeit für dich stehen bleiben. Diese Effekte sind im Alltag kaum spürbar, aber bei sehr hohen Geschwindigkeiten nahe der Lichtgeschwindigkeit werden sie wichtig. Und da sehen wir hier auf einmal, haben wir so einen sehr, sehr klaren Kontext gegeben. Also wir brauchen da eine einfache Erklärung für einen Oberstufenschüler, die 100 Wörter sind. Und vor allem ist das hier auch wichtig, dass wir so Beispiele aus dem täglichen Leben geben. Und so kann eben ChatGPT viel besser verstehen, was wollen wir von diesem System und wie soll die Aufgabe gelöst werden. Und wir haben da einen sehr, sehr guten Rahmen gesetzt. Und dafür möchte ich euch ein Framework vorstellen. Und das ist das
RTF-Framework, also Role, Task und Format. Die Role ist also die Rolle. Wer soll ChatGPT sein? Also wer soll diese KI imitieren und mit wem soll diese KI sprechen? Dann haben wir Task, die Aufgabe. Was soll die KI für uns tun? Und Format. Also wie soll die Ausgabe aussehen? Ist das ein Gedicht, eine E-Mail, ein Code, eine Tabelle, eine To-Do-Liste, ein Aufsatz, ein Bild, ein Video? Und da sollen wir hier genau die KI sagen, was brauchen wir? Wofür werden wir diese Ausgabe, die uns ChatGPT geben, benutzen? Und wir werden uns das nochmal angucken. Also wir haben jetzt zwei unterschiedliche Beispiele, wie wir das machen können. Und das werden wir uns direkt so in ChatGPT angucken. Also was sind denn so diese Unterschiede, wenn wir damit umgehen? Damit switche ich rüber zu ChatGPT. Hoffe, ihr könnt den Bildschirm sehen bei ChatGPT. Shadi, könntest du kurz bestätigen? Ah, perfekt. Also, vor unser RTF-Framework sagen wir, also, ich arbeite, so mein neues Unternehmen ist ja ein mexikanisches, also es ist ein Startup, was sich im Food-Bereich arbeitet und wir haben hier Gewürze, die ich in Deutschland verkaufe und ich möchte jetzt Ideen für Social Media bekommen. Das heißt, mit vor unser RTF-Framework würde ich dann ChatGPT so etwas fragen wie, was kann ich auf Social Media für ein Chipotle-Gewürz posten? Eine einfache Frage, die ich hier stelle. Und dann sagt uns hier ChatGPT so ein paar Beispiele, was könnte ich hier machen für Social Media für mein Unternehmen? Und etwas, glaube ich, wo wir alle das schon mal so ausprobiert haben, wenn wir dann so brainstormen, vielleicht ein guter Start, wenn wir wissen, okay, ich möchte einfach ein bisschen Inspiration bekommen, was kann ich da machen? Dann sagt mir ChatGPT zum Beispiel Food Porn, verführerische Bilder, Nahaufnahme eines saftigen Steaks, Hähnchens oder Grillgemüse, das mit dem Chipotle-Gewürz bestreut ist. Der Rauch und die Gewürze sollen richtig gut zu sehen sein. Oder ein Rezeptvideo oder Reel, kurzes Video, das zeigt, wie jemand das Chipotle-Gewürz auf verschiedene Gerichte streut, von Tacos über Burger bis hin zu Pommes. Oder witzige Meme- oder Spruchbilder, ein Bild mit dem Text, wenn dein Essen genauso langweilig ist wie dein Ex, brauchst du unser Chipotle-Gewürz. Oder Vorher-Nachher-Post, auch hier so zwei Bilder, eins von einem nackten Gericht ohne Gewürze, ohne das andere vom selben Gericht, aber diesmal perfekt gewürzt mit dem Chipotle-Gewürz. Eine Koch-Challenge, lade deine Freunde ein Gericht mit dem Chipotle-Gewürz zu kochen und ein Bild davon zu posten. Veranstalte einen Wettbewerb, bei dem das beste Rezept gewinnt. Fun Facts, teile interessante Fakten über die Geschichten oder den Ursprung von Chipotle-Gewürzen. Oder hier stimmungsvolle Bilder von Gewürzgläsern. Inszeniere ein Glas mit dem Chipotle-Gewürz in einer rustikalen Küche, umgeben von frischen Zutaten wie Chili, Knoblauch und Limetten. Also habe hier schon schöne Ideen bekommen. Was könnte ich da überhaupt machen, wenn ich jetzt mein neues Chipotle-Gewürz bewerben möchte über Social Media? Aber es ist noch sehr generisch, ist noch gar nicht so auf mein Unternehmen eingegangen. Es ist noch gar nicht vielleicht auf die Zielgruppe eingegangen. Was können wir machen, um diesen Post zu verbessern? Und das gleiche Beispiel machen wir jetzt mit unser RTF-Framework. Das heißt, wir geben ja die Rolle. Also ihr müsst nicht immer Rolle schreiben, aber es hilft dann, also jetzt für die Veranschaulichung machen wir das. Wir schreiben Rolle. Du bist ein erfahrener Marketing-Manager bei einem mexikanischen Startup, was sich auf die vegane Küche spezialisiert hat und planst eine Social Media Kampagne für unser neues Chipotle-Gewürz. Das ist unsere sozusagen
die Rolle, die ChatGPT einnehmen soll, also soll die Rolle eines erfahrenen Marketing-Managers einnehmen. Damit haben wir schon so das ganze Wissen oder die Perspektive, mit denen ChatGPT Arbeit eingegrenzt und geben viel präziser, wer ist ChatGPT, sodass er diese Rolle einnimmt und auch da schon etwas mehr auf das Unternehmen eingeht. Dann gehen wir auf die Aufgabe ein. Was soll ChatGPT für uns erledigen? Also erstelle einen detaillierten Social Media Content Plan für einen Monat. Dieser Plan sollte wöchentliche Themen und Zielgruppen beinhalten. Ich möchte 2 bis 3 Mal pro Woche posten. Das heißt, hier habe ich ja schon mal gesagt, was soll ChatGPT für mich übernehmen? Ich gebe die Aufgabe ein, bin da viel konkreter, was soll ChatGPT für mich aufnehmen? Und das Letzte ist nochmal das Format. Also lege den Plan in tabellarischer Form mit Spalten vor. Ich möchte Datum, Plattform und sage, meine Plattform sind in dem Moment Instagram, Facebook, LinkedIn und so weiter. LinkedIn Format möchte ich Post oder Video haben. Zielgruppe und Postingzeit. Das Ergebnis dient als Leitfaden für die Durchführung der Kampagne. Also wir sind hier viel genauer nochmal gegangen und haben gesagt, die Rolle, du bist mein Marketingmanager, sollst diese Rolle einnehmen, die Aufgabe, was möchte ich von ChatGPT? Also ich möchte da einen detaillierten Social Media Content Plan für den ganzen Monat. Vor allem auch meine Ressourcen werde ich da etwas noch beobachten. Ich kann 2 bis 3 Mal pro Woche posten, dass ich da den Kontext etwas steller setze und Format. Ich möchte eben eine Tabelle haben, die Datum, Plattform, Format, Zielgruppe und Postingszeit hat. Also man kann hier auch, wenn man so Typos hat oder ähnliches, das ist dann manchmal gar nicht so schlimm bei ChatGPT, die das System versteht, was wir hier machen. Und wir gucken, was ist denn hier passiert? Und wir haben hier so ein ganz anderes Ergebnis, was wir formulieren und was wir von ChatGPT bekommen. Das heißt, ich habe hier meine die ganzen unterschiedlichen quasi Inhalte, die ich erstellen kann, habe hier meine Woche, da die unterschiedlichen Tage, die ich zur Verfügung habe, wo, wie die mal sagen, zu welcher Zielgruppe, was soll ich dann posten und welche Zielgruppen soll ich damit erreichen. Und das hilft mir dann wirklich, da nochmal viel gezielter sein, zum Beispiel hier so 14. November, Instagram und Facebook Post ist die Rezension eines Influencers. Also ist es gezielt für Follower von Food-Influencern und Gesundheitsenthusiasten um 18:30 Uhr. Dann sollen wir am 16. November so TikTok, YouTube Shorts, ein Video, Tipps und Tricks zur Verwendung von Chipotle-Gewürz für Hobbyköche und neugierige Kochanfänger um 13 Uhr. Dann am 18. November so LinkedIn und Instagram, Post Behind the Scenes, Herstellung des Chipotle-Gewürzes für bewusste Konsumenten, die die Herkunft ihrer Produkte schätzen. Und habe hier so meinen ganzen Plan für den Monat. Und ich habe auch hier noch so ein bisschen etwas mehr Einblicke bekommen. Also, was ist der Fokus? Und dann sagt mir ChatGPT hier so, der Fokus ist Woche 1, so Einführung in das Produkt, Highlight der besonderen Geschmacksrichtung und Eigenschaften. Dann habe ich hier nochmal im zweiten Bereich so Fokus auf Anwendungsmöglichkeiten und einfache Rezeptideen. Dritte Woche Vertrauen schaffen durch Influencer und Authentizität der Marke hervorheben. Und Woche 4 Interaktion mit der Community und Verankerung des Produkts als Festtagsgewürz.
Also habe hier wirklich viel mehr Input bekommen und wirklich in dem Kontext, den ich das brauche, nicht nur die Ideen, die wir haben, sondern auch also welcher Fokus soll eben die Woche haben und wie können dann diese einzelnen Wochen dann aussehen, wo ich bestimmte Ziele verfolge für bestimmte Zielgruppen und was für Content-Inhalte soll ich dafür entwickeln. Und habe da hier viel, viel genauer etwas bekommen, was ich da auch für mich im Marketing benutzen kann. Und wenn ihr darüber nachdenkt, auch Inhalte für euch zu entwickeln, dann erklärt dann immer sehr gut, welche Rolle soll die einnehmen. Du bist ein Marketing-Manager, du bist ein SEO-Spezialist, du bist ein Copywriter, du bist ein Spezialist in Marktforschung. Also haben da immer so die Rollen, die ChatGPT eingeben soll. Wir geben dann immer sozusagen dann unsere Aufgabe, was wollen wir von ChatGPT erhalten und letztendlich auch, was ist so unser Format. Da geben wir auch nochmal ein weiteres Beispiel, um etwas nochmal so zu sehen, wie das in anderen Bereichen benutzt werden kann. Und wir sehen hier zum Beispiel vor unser RTF-Framework, also wir überlegen uns gerade, ich überlege, welche Kanäle kann ich benutzen in dem Unternehmen. Und für mich ist vor allem so ein paar Sachen wichtig, einfach zu verstehen, welche Prioritäten soll ich damit einbinden, wie kann ich da Entscheidungen treffen. Und könnte dann ChatGPT fragen, wie priorisiert man Marketingkanäle basierend auf Aufwand, Budget und Effektivität? Also habe ich hier so diese Unterstützung, will ich mal wissen von ChatGPT, wie kann ich da dieses Thema angehen? Und warten jetzt, denkt er ein bisschen das System. Und dann sagt mir ChatGPT, okay, da gibt es ein paar Sachen, die wichtig sind, die wir berücksichtigen sollen. Also Ziele definieren, bevor wir unsere Kanäle priorisieren, müssen wir unsere Marketingziele festlegen. Das könnte Brand Awareness sein, Leads generieren, Verkäufe steigern, Kundentreue verbessern. Und wir haben hier so ein paar unterschiedliche Angehensweisen. Wenn ich das definiert habe, dann kann ich ja die identifizieren und bewerten. Also Effektivität, wie gut konvertiert der Kanal? Kostenbudget, wie viel kostet uns das zu betreiben? Aufwand und Ressourcen, wie viel Zeit und Personal benötigen wir? Bewertungssysteme stellen, okay, ich könnte eine Skala aufmachen, um das eben in diesen Bereichen da zu definieren. Und ich könnte dann das nach Effektivität, Kosten, Budget, Aufwand und Ressourcen festlegen und kann das hier Daten sammeln und bewerten. Und hier gibt es dann so ein paar Beispiele und geht weiter. Werden da nochmal ein anderes Ergebnis bekommen, wenn wir dann sagen, also lieber ChatGPT, deine Rolle, gehen wir wieder so dieses eins der Reihe nach Rolle, du bist ein Marketing Manager, der mit der Priorisierung von Marketingkanäle für eine neue Kampagne beauftragt ist. Die Aufgabe: Erstelle eine strukturierte Analyse verschiedener Marketingkanäle, kategorisiert nach den Kriterien Aufwand, Budget und Effektivität. Und verschiedene kategorisiert und Effektivität. Und wir geben hier nochmal zuletzt so Format. Präsentiere die Kanäle in Tabellenform mit klaren Überschriften und einem Bewertungssystem das die Relevanz der Kanäle
der Kanäle in jeder Kategorie angibt. Diese Analyse dient als Leitfaden für das Marketing, für das Marketing-Team, um die besten Kanäle für die Kampagne auszuwählen und die Ressourcen effizient zu nutzen. Also habe hier wieder dieses Framework angewendet, um zu sehen, Rolle, du bist hier unser Marketing Manager wieder. Wir brauchen eine Priorisierung von den Marketingkanälen für eine neue Kampagne. Unsere Aufgabe ist eben, dass da ChatGPT eine strukturierte Analyse macht von diesen unterschiedlichen Kanälen mit den Kriterien Aufwand, Budget und Effektivität. Und wir wollen das auch hier so einfach schnell und übersichtlich bekommen, in Tabellenform mit einem klaren Bewertungssystem. Und wir gucken uns hier nochmal an, was macht ChatGPT? Und habe in dem Moment auch hier zwei unterschiedliche sozusagen Ausgaben bekommen von ChatGPT und kann mir aussuchen, welche finde ich in dem Moment besser oder schlechter. Könnten wir kurz warten, bis es fertig ist und können hier einmal so entscheiden, ob da Nummer 1 oder Nummer 2 ist und sehen hier, okay, SEO, Aufwand, Budget und Effektivität. Und merken einfach, okay, SEO sagt der Aufwand ist relativ hoch, mein Budget ist da etwas niedrig, brauche da wahrscheinlich eher so interne Ressourcen und die Effektivität ist da sehr hoch. Und habe da in dem Moment, sagen wir so, wir bleiben bei der hier, damit wir ein bisschen besser lesen können und gibt uns da nochmal so ein paar Bemerkungen. Also SEO ist langfristig sehr effektiv. Brauchen jedoch hohe Anfangsinvestitionen in Content-Erstellung und Optimierung, aber nachhaltige Ergebnisse. Und so habe ich jetzt eine Bewertung für alle meine unterschiedlichen Kanäle bekommen und kann das auch als Leitfaden benutzen, um zu entscheiden, welche Kanäle möchte ich nutzen und wie kann ich die für mich priorisieren, beziehungsweise auch wenn wir in dem Team zusammenarbeiten. Und das ist dann eine schöne Art und Weise, wie wir mit diesem Framework arbeiten können, um zu sehen, ja, bessere Ergebnisse, vor allem im Marketing und für sozusagen für unser Unternehmen. Es gibt weitere Frameworks, und zwar gibt es den CTF, also Kontext, Task und Format, also Kontext, Aufgabe und Format. Wir geben hier nochmal so den sozusagen den Kontext, die Rahmenbedingungen von dem, was wir brauchen, geben die Aufgabe und wie wir das möchten. Dann gibt es hier noch etwas so komplexere RASCEF, also geben die Rolle vor, die das System übernehmen soll. Wir geben da eine bestimmte Aktion, die durchgeführt werden soll, unterschiedliche Schritte. Wir geben einen Kontext ein. Wir sagen auch noch, wie unser Output Sounds sein soll, wie das beim Future Prompting und nochmal das Format, was wir möchten. Oder haben da auch nochmal die Möglichkeit, so über RISE, so die Rolle, die wir durch das ChatGPT übernehmen soll. Das Input, das wir geben, geben da unterschiedliche Schritte und die Erwartungen. Also es sind jetzt vier von den gängigeren Modellen, aber einfach mit dem RTF-Framework seid ihr schon sehr, sehr gut dabei, könnt sehr gute Rahmenbedingungen geben von dem, was ihr sucht. Und es gibt mehrere. Also hier nochmal so ein kleines Beispiel. Wir haben die Möglichkeiten, das auch so über Prompt Chaining zu machen. Wenn wir komplexe Aufgaben haben, dann hilft es dann wirklich, dass wir diese Systeme so an die Hand nehmen und erzählen, was können wir so nach und nach machen. Also hier zum Beispiel, erkläre die Hauptsache des Klimawandels, dann würde ChatGPT das erstmal alles beantworten und uns hier so den ganzen Input dazu geben. Dann würden wir als nächste, Formulierung geben, beschreibe die Auswirkungen des Klimawandels auf die Umwelt, dann würde ChatGPT doch mal alles das formulieren und erläutere die Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesellschaft und die Wirtschaft, dann würde ich die nächsten Antworten von ChatGPT bekommen, immer auf die vorigen Antworten aufgebaut und letztendlich schlage politische und technologische Lösungen zur Bekämpfung des Klimawandels vor. Und das ist eigentlich, wo ich hin wollte, um diese Informationen zu bekommen und ich hatte ChatGPT einfach die ganzen Schritte dann über den ganzen Weg gegeben, damit ChatGPT genau versteht, was möchte ich machen.
Genauso könnten wir das im Marketing machen. Welche Marketingkanäle gibt es? Und dann immer weiter aufbauen, bis wir da ankommen, wo wir möchten. Oder eben über Megaprompts. Und das ist hier so eine große und umfassende Anweisung, die eben alle Aspekte einer Aufgabe mit sich einbringt und zusammenfasst. Und das kann aber dazu führen, dass es vielleicht ein bisschen unpräziser ist, was wir da wollen. Und hier sagen wir zum Beispiel, schreibe ein ausführlicher Essay über den Klimawandel, erkläre die Ursachen, die Auswirkungen auf die Umwelt, die Gesellschaft und die Wirtschaft und schlage mögliche Lösungen vor, um den Klimawandel zu bekämpfen. Gehe auch auf politische und technologische Aspekte ein. Also hier können wir das auch alles so in einen Bereich dann zusammenfassen. Das ist sozusagen, wie wir mit Prompt Engineering umgehen. Und was hier wichtig ist, ist genau diese Reise zu verstehen. Also ChatGPT und KI ist ein super, super Tool für uns im Marketing, was wir nutzen können, auch für unsere Unternehmen. Aber wie gut die Ergebnisse sind oder wie schlecht die Ergebnisse in dem Moment sind, das hängt ganz davon ab, wie gut oder schlecht unsere Prompts sind. Und wenn wir eben viel Kontext geben, die Aufgaben definieren und auch ChatGPT die Rolle geben, die die einnehmen soll, dann können wir eben sehr, sehr präzise Ergebnisse bekommen. Und denkt aber immer wirklich, also es heißt jetzt nicht Kopf aus und ChatGPT an, sondern ChatGPT ist ein super, super Tool, das euch unterstützen kann, das für euch viele Aufgaben übernehmen kann, aber bringt immer euer eigenes Urteilsvermögen mit ein. Und auch damit ihr das Kontext behält, eure Erfahrung mit einbringt und dass er als Unterstützung und als wirklich eine gute treibende Kraft nutzen kann, sei es um Brainstorming durchzuführen, um Analysen zu machen, um Inhalte zu schreiben. Aber dieses Feingefühl und diese Erfahrungen, die ihr einbringt und die Erwartungen, das müsst ihr immer mit einbringen. Bringt euer Wissen ein und nutzt diese Tools, um gut damit zu arbeiten. Und somit sind wir hier am Schluss von dem ersten Bereich. Und Shadi hat ja die ganzen Fragen schon auf den Weg, glaube ich, beantwortet. Und dann ist es jetzt noch vielleicht, wenn da noch mal Fragen über das Fragen- und Antworten-Tool gab, haben wir jetzt noch mal ein bisschen Zeit, um da gezielt einzugehen. Danke, Matthias. Es war eine sehr tolle erste Sitzung. Und ich sehe das auch in den Fragen. Ich schicke erstmal ganz kurz eine Umfrage, weil ich habe hier viel gelesen, dass vielleicht die Uhrzeiten für einige oder diejenige nicht perfekt waren. Deswegen will ich erstmal das Feedback jetzt annehmen für die weitere Planung. Und ich stelle dir eine Frage in der Zwischenzeit, damit ich das mache, Matthias. Es gab hier, und du hast es auch gleich erwähnt, aber ich lese das nochmal. Wo war das? Ja. Ich arbeite aktuell mit Chat AI anstatt Chat GPT, weil erst einmal kostengünstiger. Was haltet ihr von diesem Tool? Es ist ein bisschen schwer zu sagen in dem Moment. Also Chat AI habe ich bisher selber noch nicht benutzt. Dementsprechend kann ich da leider kein Urteil oder Einschätzung geben. Okay, super. Vielleicht können wir auch ChatGPT die Frage auch stellen und Ja, gucken, was wäre eigentlich gut. ChatGPT sagt. Dann Hier gibt es eine andere Frage. Gibt es Standard-Prompts für bestimmte Bereiche, die du empfiehlst? Es gibt so einige Standard-Prompts und ich glaube, wo ihr auch gut arbeiten könnt, wo man vielleicht selber nicht so viel machen muss, ist dann einerseits hat man ja die Möglichkeit, die GPTs zu nutzen. Also wo auch so diese Standard-Prompts schon speziell entwickelt wurden und von Profis. Und da könntet ihr dann zum Beispiel, wenn es um SEO-Bereich geht oder um Social Media oder LinkedIn-Marketing, da gibt es schon Leute, die eben diese Prompts ausführlich formuliert haben für euch und man da gar nicht mal selber so viel machen muss. Also da baut wirklich auf das Wissen von anderen Menschen auf. Und das ist auch die Session, wo wir am Morgen nochmal eingehen werden, also wo man diese GPTs findet. Und da, das, also gehen wir noch mal ein bisschen zu diesen
Ja, was gibt es bisher? Wo könnt ihr aufbauen? Und wie könnt ihr dann eure eigene aufbauen? Aber da gibt es viele, viele Vorlagen auch, die ihr nutzen könnt. Du bist auf Mute, Shadi. Sorry, es passiert immer. Es gibt jetzt auch ein Kompliment von Salijo. Sehr guter erster Teil. Freue mich auf die nächsten. Also erste Sitzung, fehlen noch drei Sitzungen und wir hoffen, dass die weiteren drei Sitzungen auch gut für euch und hilfreich sind. Vielen Gibt Dank es für die Blumen. genau. Gibt es eine Gratis-Version, um Bilder zu erstellen? Ja, tatsächlich. Also ist das auch von dieser App, die ich am Anfang vorgestellt habe, von Adobe Express. Da könnt ihr Bilder umsonst generieren. Also die ist tatsächlich öffentlich verfügbar und baut eben auf der ganzen Adobe-Welt auf. Aber das Tool, um Bilder zu generieren, ist umsonst. Und auch eins tatsächlich, was ich persönlich als sehr, sehr leistungsstark empfinde. Super. Leonie sagt, Perplexity ist auch ein gutes KI-Tool. Kann ich nur unterstreichen. Und also Perplexity ist fantastisch. Vor allem hat es so einen großen Vorteil, Perplexity, einfach so, dass man die Quellenangabe von der Recherche findet und einfach ein sehr, sehr gutes Tool ist, vor allem wenn wir uns zum Beispiel mit Marktforschung, Zielgruppen und Ähnliches beschäftigen, weil wir auch die Information auch besser und einfacher überprüfen können, weil einfach die ganzen Quellen da verfügbar sind. Und man sieht da, bei ChatGPT muss man da auch immer ein bisschen Inhalte kontrollieren und sicherstellen, woher kommt das, weil die ja halluzinieren können oder einfach vielleicht nicht so ins Detail gehen. Und Perplexity ist da eine fantastische, fantastische Ergänzung, die ihr vor allem auch umsonst ist, die ihr auch nutzen könnt. Es gibt auch noch eine Frage über Tools. Welche Tools ist für Präsentation Erstellung nützlich? Also es gibt da so unterschiedliche Optionen. Eine Option, die sehr gut ist, ist eben Copilot. Copilot ist eben ChatGPT ja, ChatGPT in der ganzen Office-Welt. Und da werden wir auch einmal darauf eingehen, jetzt in dem zweiten Teil der Session, wie wir das nutzen können, um Präsentationen aufzubauen. Also da ist es sehr hilfreich. Ansonsten gibt es noch über GPTs gibt es Ergänzungen, die Präsentation aufbauen können. Oder ansonsten gibt es noch Beautiful AI, was auch für die Erstellung von Präsentationen speziell konzipiert wurde. Sehr gut. Hier wurde auch geschrieben, bitte für diese Webinar nicht den Zeitplan ändern. Werden wir auch nicht machen. Die Umfrage war für die weitere Planung für weitere Webinare für dieses Business Academy. Also das ist jetzt das Bootcamp für Marketing KI. 2 Tage, heute und morgen. Die Sitzungen werden nicht geändert. Nur wollte ich hier nochmal erwähnen. Was gibt es denn noch? Wir haben noch 10 Minuten. Es gibt viele Fragen für die Uhrzeiten. Das haben wir schon geklärt. Wenn man als Format eine Präsentation wünscht, bekommt man als Ergebnis ein PowerPoint-File? Leider so von der Standardversion von ChatGPT nicht. Also würde man da eher so die Inhaltsstruktur bekommen für die Präsentation, was auf den einzelnen Slides stehen kann. Es gibt da immer noch so Add-ons, die man da einnutzen kann, so die GPTs, die eben dann die Präsentation aufbauen können, die das für uns dann übernehmen würden. Also man könnte das zum Beispiel über Canva machen oder über andere Bereiche, die dann Präsentation aufbauen. Aber leider, soweit ich weiß, gibt es da über ChatGPT noch nicht die Möglichkeit, so eine PPT zu erzeugen. Von Petra, kann man ein Produktfoto in ChatGPT hochladen und es wird ein Produkttest erstellt? Inwiefern ein Produkttest, also eine Bewertung über das Layout, oder geht es darum, also wenn man ein Foto hochlädt, wo da vielleicht auch so USPs und Ähnliches steht. Vielleicht. Vielleicht Petra kann noch mal das schreiben, beziehungsweise
Kann ich auch den Mikro stellen für Petra? Ansonsten machen wir weiter, und wir Ich kann warten dafür auf Petra. gleich noch mal kurz, also man könnte zum Beispiel, wenn es um Packaging geht, um Tests zu machen, also da könnte man schon so ein paar Anweisungen geben. Also man kann Daten hochladen, wenn man die bezahlte Option von ChatGPT hat und kann dann auch Fragen stellen, auch dass das im bestimmten Kontext bewertet wird. Also das könnte man schon so durchführen. Perfekt. Hier gibt es auch noch von Monika. Ja, der Vortrag ist sehr nützlich, sagt sie. Inhaltlich sehr interessant. Gesprochen und klar und ruhig. Also danke, Matthias, finde ich auch. Aber ich komme nicht so schnell mit dem Aufschreiben mit. Also wird es auch ein Handout geben? Ja, wir können die Präsentation als Handout nochmal schicken. Das würde dann Shadi über Jimdo dann sozusagen machen. Und ansonsten wird es ja auch noch von Jimdo online gestellt, das Video, wo man da nochmal vielleicht ein bisschen mehr gucken kann. Weil ich weiß, eine Stunde denkt man immer, es ist relativ viel Zeit und habe da auch auf die Uhr die ganze Zeit geguckt und dachte so, okay, Zeit läuft uns langsam ein bisschen aus, ich muss ein bisschen mehr Gas geben. Genau, ja. Ja, werden wir auch machen nach die vier Sitzungen, die wir haben, entweder Mittwoch oder Ende der Woche, werde ich alles euch dann schicken lassen, inklusive dann dieses Handout von der Präsentation. Also sehr, sehr gerne. Und Petra hat zurückgeschrieben, Verkaufstext meines Produktes. Also auf der Verpackung, die dann steht. Also das, Mutig, ja. ja, das könnte man machen. Also man könnte das machen und wirklich da immer an eben den Prompt nochmal denken. So, weil wir müssen da nochmal Kontext setzen, sodass ChatGPT da auch richtig beurteilen kann, was soll da beurteilt werden. Ansonsten ist es ja sehr viel. Würde ja einfach sozusagen eine fundierte Meinung sein, aber eigentlich nicht in dem Rahmen, die wir das brauchen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Gesichtscreme verkaufe, dann könnte man sagen, du bist ein Marketingmanager spezialisiert in dem Beauty-Bereich. Ich möchte, dass du die Aussagen, die ich auf der Verpackung habe, einmal vergleichst und so weiter, immer genauer spezialisiert, was wollen wir damit erreichen. Wir haben noch 6 Minuten, also wir haben noch Zeit. Es gibt sehr viele Fragen hier und ich versuche, die Fragen zu stellen, die noch nicht gefragt wurden. Von Angelika, welches KI-Tool würdest du für die Verbesserung von selbst geschossenen Produktfotos empfehlen? Es hängt halt genau ab, was man machen möchte. Also ich persönlich arbeite tatsächlich sehr, sehr gerne mit der ganzen Adobe-Welt, einfach weil man da gute Möglichkeiten hat und die KI auch gut integriert ist, zum Beispiel in Photoshop oder ähnlichen Programmen. Und die unterstützt dann auch bei der Bearbeitung, da gibt es ja, sind ja auch bekannt, dass sie da so Vorreiter in vielen Bereichen sind, was Bildbearbeitung geht. Ist natürlich etwas, was nicht die billigste Option ist in dem Moment, aber schon eine, die extrem, extrem leistungsstark ist. Perfekt. Von Charta, wie funktioniert die Datenanalyse? Also anscheinend auf den Folie 10. Ja, also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, das zu machen. Und zwar hat man, wenn wir jetzt gezielt von ChatGPT sprechen, da könnten wir zum Beispiel Excel-Dokumente oder PDFs hochladen und dann auch nach bestimmten Erkenntnissen fragen. Also wenn wir zum Beispiel, ich hätte eine Analyse über meine ganzen unterschiedlichen Social-Media-Posts und ich möchte da verstehen, wie gut oder wie schlecht die performen und vielleicht daraus Erkenntnisse ziehen, welche Inhalte ich erzeugen könnte. Dann könnte ich ja eine Excel anlegen mit meinen ganzen Posts, mit den ganzen Informationen, mit Likes, Kommentare, Reichweite und den Themen, die wir bearbeiten und den Hashtags, die wir nutzen. Und dann das auf ChatGPT hochladen und sagen, ja, sag mir bitte, welche Posts besonders gut performt haben und um zu verstehen, welche Inhalte meine Community
besonders schätzt, damit wir dann gezielt Posts in der Richtung weiter erarbeiten. Und genau, und ansonsten gibt es ja andere Tools wie, ja, wie Copilot, wo man das eben direkt aus Excel machen kann, wo man da die Daten hat, die man dort sozusagen formuliert hat und da direkt innerhalb Excel Fragen stellen kann. Ups, das habe ich leider gemacht, mit dem Raise Hand. Okay, Ulrike, wo findet man solche Standard-Prompts? Die Standard-Prompts, also es gibt auch eine Seite, die heißt so Learn Prompting und da, die ist öffentlich verfügbar und da gibt es ja ganz viele Infos zu Standard-Prompts. Ansonsten, wenn es gezielt für Marketing ist, da kann ich wirklich nur empfehlen, dass man über die GPTs arbeitet, die auch öffentlich zugänglich sind. Also ihr könnt keine eigene stellen, aber da gibt es schon so in ganz vielen Bereichen gibt es Prompts, die ihr nutzen könnt. Und ansonsten hat man ja die andere Möglichkeit über RPM, wenn man das als Extension bei dem Chrome Browser installiert, dann kann man ja auch schon auf viele Standard-Prompts zugreifen, die für einen formuliert wurden. Noch Komplimente. Ich lese das, weil es sind für dich, Matthias. Ganz spannende Präsentation. Danke an euch alle. Bin völlig geflasht, was man alles machen kann. Und noch eine Frage von Katharina. Wie überarbeite ich die Texte meiner Webseite? Es gibt immer viele unterschiedliche Optionen. Also wenn es um die Bearbeitung von der Webseite ist, wenn man mit externen Tools arbeitet, dann kann man ja immer so zum Beispiel die Texte kopieren von der Webseite. Wenn es um wirklich nur sozusagen, wenn es um Rechtschreibung und Grammatik und vielleicht so ein bisschen Umformulierungen geht, dann würde ich DeepL-Write empfehlen. Also das ist auch umsonst und gibt da auch die Möglichkeit, einfach umzuformulieren und auch wenn man sagt, oh, ich möchte dieses Wort austauschen, kann man sagen, so formuliere das anders, tausche dieses Wort. Da hat man die Möglichkeit, das anders zu schreiben. Ansonsten gibt es sehr, sehr gute Tools auch, wenn es ja, wenn es zum Beispiel so Content-Tools geht, wenn man da im SEO-Bereich arbeiten möchte, hätte man die Möglichkeit, auch die KI-Modelle auch so zu trainieren. Also zum Beispiel eins heißt Neuroflash. Neuroflash ist da ein tolles Tool, wo man den erstmal erklärt, wer bin ich als Marke, wie schreibe ich, welche Tonalität möchte ich haben und was möchte ich dann haben. Und dann könnte man sagen, das ist Text für eine Landingpage, das ist ein Text für eine Produktbeschreibung oder ähnliches. Also die haben, ich weiß nicht, wie viele Templates dazu oder einfach Optionen, die man dann anklickt. Und dahinter verstecken sich eben diese ganzen Prompts. Und der Vorteil ist dann eben, dass die mit eurer Marke trainiert werden, mit der Art und Weise, wie ihr kommunizieren möchtet und dann eben auf ganz viele Daten so von Landingpages, Produktseiten und so weiter trainiert wurden, um da die besten Ergebnisse zu erreichen. Und ansonsten könnte man sich dann auch überlegen, ob man da eher das über ChatGPT löst und dann eben immer diesen Rahmen setzt. Und wie gesagt, da könnte ich nur immer dann sagen, denkt immer an RTF, Rolle, Task und Aufgabe. Und da wäre eine weitere Möglichkeit zu sagen, du bist ein Copywriter, der spezialisiert ist in dem Bereich und dann Bereich von eurem Unternehmen angeben. Und ich möchte meine Texte von der Webseite überarbeiten, besonders also da die Aufgabe nochmal klären, was ist euer Ziel? Ich möchte überarbeiten, damit die etwas freundlicher sind, damit die vielleicht etwas emotionaler sind, dass die mit Storytelling arbeiten. Und dann, was für ein Format möchtet ihr? Dann wisst ihr vielleicht, ich darf 500 Wörter auf der Seite haben, 200 Wörter und dann diesen Rahmen dann nochmal setzen mit RTF, dass ihr da die bestmöglichsten Überarbeitungen und auch was ihr genau haben möchtet, dort bekommt. Ich will auch noch dazu sagen, also weil ich sehe das auch ganz oft in den Fragen, dass viele von euch anfangen erst mit Website-Erstellung. Wir können sehr gerne bei Jumbo, wir haben auch ein großes Team, die nur dafür da ist, euch dabei zu unterstützen, diese Website zu erstellen, wenn ihr auch kein Know-how habt.
Können wir auch gerne machen. Ihr könnt entweder mein E-Mail benutzen, shadi.pnd@jimdo.com, oder direkt mit dem Support auch sprechen und dann können wir zusammen die Website erstellen mit dem Needs, die ihr braucht, also Content, Fotos und so weiter. Wollte ich auch noch sagen. Wir kommen jetzt zum Ende von der ersten Sitzung. Wir haben noch sehr viele Fragen, aber so wie wir das mit den vorherigen Webinaren gemacht haben, ich werde alle Fragen sehen, lesen und antworten. Und am Ende vom Bootcamp werde ich alle Fragen auch die Antworten schicken per Mail zusammen mit dem Handout. Also eure Fragen werden auf jeden Fall geantwortet. Leider können wir das nicht also live machen, weil uns die Zeit fehlt. Genau, also wir machen jetzt 13 Minuten Pause und kommen zurück für die zweite Sitzung, der über was, Matthias, ist? Also genau, jetzt kommen wir nochmal gezielter, wie wir das im Online-Marketing nutzen. Jetzt war das ja eine Einführung grundsätzlich, wie wir gut damit umgehen. Und jetzt wird es nochmal ein Stück konkreter für den Bereich Marketing.